Herzlich willkommen zu einem weiteren Neuheiten-Video. Heute geht es, wie ihr schon gelesen habt, um die Top 5 Textilien, die wir euch mal für 2020 vorstellen möchten. Viel Spaß! Starten tun wir mit der Ruka Start Air. Wortspiel. Hey. Und da wir unsere Schaufensterfigur das letzte Mal einfach hart rangenommen haben, und Jan zu langweilig hinter der Kamera war, steht er jetzt einfach mal hier und wird für uns heute ein bisschen modeln und die Klamotten anhaben. Ja, wie gesagt, anfangen tun wir mit der Start Air von Ruka. Ja, wie es der Name schon sagt, das ist so eine Einsteigergeschichte, heißt aber nicht, dass es irgendwie schlecht ist. Qualitativ natürlich sehr hochwertig, Ruka-Style, Goro-Membran verbaut. Was mir gleich aufgefallen ist, als ich das Ding in der Hand hatte, das Material fühlt sich richtig schön weich an. Ja, sieht man wahrscheinlich nicht ganz so. Es ist ein 500er D von der Garnstärke her. Was sieht, heißt das, 500 D? Das ist die Garnstärke. Denier. Wie dick das? Wird das? In Denier ausgedrückt. 500er D. Okay. Wie dick das Garn ist? Wie dick das Garn ist. Eine gewisse Abriebfestigkeit spielt da auch eine Rolle. Heißt aber jetzt nicht, dass umso höher die Zahl ist, desto abriebfester es ist. Dass wenn man jetzt ein 1000er D hat, das kannst du in die Ecke stellen im Grunde genommen. So stark und steif ist das dann. Es gibt ja verschiedene Technologien, wie man einen Garn ummanteln kann, nochmal mit irgendwelchen Kordura-Fäden etc. pp. Solche Sachen. Ja, aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein. Wir wollen uns ja hier unsere Neuheiten anschauen. Was ebenfalls auch sehr schön ist, man hat hier eine tolle Überlappung. Die ganze Textilie ist, wie schon erwähnt, mit einer Goro-Membran ausgestattet und wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht. Einstellmöglichkeiten haben wir auch hier oben im Halsbereich. Hier sieht man auch sehr, sehr schön einen richtig schönen Neoprenkragen. Das finde ich immer ganz, ganz toll bei den Ruka-Sachen, dieser breite Neoprenkragen, weil das lässt sich einfach ungemein schön tragen auf Natur. Reflexmaterial hat man auch, Rückenbereich auch. Ja, auch ein bisschen Reflexmaterial. Hier sieht man auch schon mal einen Schrittgurt. Der ist hier hinten schön versteckt, den kann man nutzen. Natürlich ist er auch mit einem Rundumreißverschluss ausgestattet, die Textilie. Genau, sieht man da ganz schön. Danke, warte. Mach ohne Absprache, flutscht. Was ist das mit dem Schrittgurt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Den Schrittgurt, wenn du jetzt keinen Bock auf einen Reißverschluss hast. Na? Zum Verbinden. Ja, nimmst du den Schrittgurt, wie es der Name schon sagt. Naja, er ist hier richtig schön eingetuddelt. Und zwar kommt der dann, kannst ihn durch die Beine durchführen, damit die Jacke nicht hochgezogen wird. Ah, okay. Durch die Beine durchführen und vorne im Jackenbereich gibt es dann hier so einen kleinen Haken, wo du das durchführen kannst und dann zusammenkletten kannst. Guck mal hier. Das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ja, ja, okay. Ja. Also eins von beiden sollte man immer nutzen, sicherheitsrelevant auch alleine schon. Was ist noch zu sagen zu der Jacke? Und zwar im Seitenbereich hat man hier einmal die Möglichkeit, je nachdem wie man von den Proportionen ist, das hier noch mal ein bisschen zu entspannen. Na, hier ansonsten auch noch mal ein Taillengurt, aber hier kann man das noch mal weit entspannen. Ist auch gleichzeitig das Airvent-System bei der Jacke, sprich um die Membran runter zu kühlen. So, wenn das hier alles fein ist, ist ein Zwei-Wege-Reißverschluss, könnt auch von oben nach unten ziehen, damit hier die Membran richtig schön runtergekühlt wird. Ansonsten Versteller im Ärmelbereich auch nochmal, um da die Positionierung des Protektors natürlich individuell anzupassen. Unten im Bundbereich und auch nochmal hier schön Klett. Und wo wir hier schon mal sehen, ausgestattet ist die Jacke mit D3O, erinnert mich immer an C3PO irgendwie. Ja. D3O-Protektoren im Schulter- und Ellenbogenbereich. Im Rückenbereich kann man immer noch einen nachrüsten. Da gibt es auch gar noch ein zweites Modell, was man nachrüsten kann. Packen wir euch unten in die Links natürlich mit rein. So, das Pendant in Hose seht ihr da unten auch. Selbe Material, selbe Eigenschaften, auch eine Goro-Membran verbaut. Beide Sachen haben kein herausnehmbares Winterfutter, gibt es da nicht. Und was herausnehmbar ist, sind aber die ganzen Protektoren. Ne? Im Kniebereich, im Ellenbogen und im Schulterbereich rausnehmbar. Im Hüftbereich sind natürlich auch D3O-Protektoren verbaut. Und ihr könnt sie wie im Kniebereich auch mit den anderen Protektoren, die wir euch verlinken, nachrüsten. Hier oben, hier sieht man dann den Reißverschluss, wo man dann an die Protektoren schön rankommt. Ja. Ansonsten fühlt sich echt weich an und ist auch
sehr, sehr bequem. Reflexmaterial ist nochmal hier an den Seiten, falls ich mal drehe. Ist alles sehr, sehr, sehr schön schlicht gehalten. Also wer jetzt keinen Bock auf großartig Farben hat von euch und was sehr, sehr bequem ist und sehr, sehr funktionelles sucht, ist mit der Rocker Starter gut am Start. So, jo, danke erstmal. Ab zur nächsten Klamotte. Weiter geht's. Ja, mit dem Nonplusultra im leichten Touring-Bereich und zwar der Rocker REX. Was macht die so besonders? Ich kann es euch sagen, im Vergleich zu dem ersten Modell von Rocker, was wir euch gezeigt haben, das hatte nämlich eine Z-Liner-Membran, ist die Jacke mit einem Zwei-Lagen-Laminat ausgestattet. Ein 600er D von der Materialstärke und ihr habt richtig viele Airvent-Systeme dran. Hier einmal im Schulterbereich, da sieht man auch schon die XTR-Protektoren, die man bei dem vorigen Modell auch nachrüsten kann. Im Brustbereich kann man auch noch Brustprotektoren nachrüsten. Im Rückenbereich, drehe ich einfach um bitte, auch nochmal einen Rückenprotektor nachrüstbar. Und hier auch ebenfalls wieder eine richtig schöne große Lüftungsöffnung verbaut, damit es auch ordentlich durchfällt. Hier sieht man es auch gerade ganz schön, auch wieder ein sehr, sehr schöner, hochgezogener Neoprenkragen. Mhm. Ja, ansonsten Reflexmaterial an den Seiten. Die XTR-Protektoren, die da hier verbaut sind im Schulter- und Ellenbogenbereich, haben die Besonderheit, die lassen sich richtig geil tragen, auf jeden Fall. Und die sind sehr, sehr großflächig. Ne? Die decken also einen sehr, sehr großen Bereich ab, wenn man das hier so abzieht. Hier in dem Bereich Protektor, ohne dass er stört. Im Ellenbogenbereich auch nochmal von hier oben bis hier unten hin. Ne? Also das ist schon ein sehr, sehr großer Bereich, den die abdecken. Ansonsten wasserdichte Außentaschen, Innentaschen, sehr, sehr geil gemacht. An der Seite auch wieder der Zwei-Wege-Reißverschluss, auch nochmal mit einer schönen Überlappung. Ja, kann man hier auch unten aufmachen. Und ja, hier auch wieder eine schöne Taillenverstellung, Weitenverstellung. Guck mal, hier kann man auch nochmal zeigen, drehe ich mal ein bisschen. Hier sieht man auch schon wieder, ja, was sieht man da? Water resistant und einen richtig schönen überlappenden Reißverschluss bei den Taschen. Mhm. Ja, von der Haptik, vom Feeling her fasst es sich auf jeden Fall ein bisschen steifer an, ist aber sehr, sehr leicht und sehr locker flockig zu tragen auf jeden Fall. Was ich sehr, sehr cool finde. Also wie gesagt, wenn ihr das in der Hand habt, dann denkt man so, okay, ist schon ein bisschen dicker und steif, aber wenn man das anhat, ist der Tragekomfort echt gigantisch. So, kommen wir zu der Hose. Passendes Modell natürlich zu der Jacke. Selbe Materialeigenschaften. Was ich vorhin gar nicht erwähnt habe, auch beim Vorgängermodell gibt es die Hosen, nicht ganz unwichtig, und die Jacken bis Größe 66. Und die Hosen gibt es in Kurz- und in Langgrößen. Ne? Auch nicht so gang und gäbe bei jedem Brand. Also das ist ganz, ganz toll, je nachdem, was man für Proportionen hat. Ihr findet bei den Modellen definitiv schon die richtige Größe. Ja, hier auch wieder richtig schön großer Protektor. Der geht bis hier unten hin, richtig geil. Ihr habt Materialdopplungen bei beiden Kleidungsstücken von Rocker jetzt auch gehabt in den sturzgefährdeten Stellen, sprich Schulter-Ellenbogenbereich und im Kniebereich, habe ich vorhin auch nicht erwähnt. Was die Hose hier noch hat, ich glaube, drehe ich mal hier auf die Seite, genau. Hier auch nochmal richtig schöne Airvent-Systeme, um das Zwei-Lagen-Laminat auch wieder schön runterzukühlen. Sind da auch wieder Hüftprotektoren drin? Mhm. Hüftprotektoren sind auch drin und auch die XTRs, die sind halt noch größer als die Standardprotektoren. Okay. Die gehen hier richtig schön bis zur Hüfte hoch und dann hier über diesen ganzen Bereich runter. Verbindungsreißverschluss hat sie auch und natürlich auch, wie eben schon gesehen, den Schrittgurt, den wir euch gezeigt haben. Was hast du da unten noch für einen Reißverschluss? Ja? Protektorentasche. Ach so, und hier auch nochmal eine lange Reißverschluss. Je nachdem, was ihr für Stiefel tragt, kann ja auch sein, dass ihr sowas zum Endurofahren nehmen möchtet. Ihr könnt das auch, das ist auch sehr schön, sieht man hier auch, diesen zusätzlichen Klett hier drin. Damit das hier nicht irgendwie lost ist, könnt ihr es hier schön anklacken und könnt ihr ein bisschen breiter fahren, die Hose, wenn ihr Bock drauf habt. Oder wenn ihr es braucht, je nachdem, was ihr für Stiefel habt. Gut, würde ich sagen, rausgesprungen, ab zum nächsten Modell. Jo, für alle die im Textilbereich ein bisschen sportlicher unterwegs sein wollen, haben wir hier von Held was richtig Schönes für euch. Und zwar die Held Hayato Top und die Hose heißt Held Hayato Base.
So, wie ihr schon sehen könnt, ist so ein bisschen an sportliche Lederoutfits angelehnt vom Design her. Auch mit den ganzen Applikationen drauf. Ihr habt richtig schönes abriebfestes Material verbaut. Es ist eine richtig geile Nummer für den Sommer. Und ihr kommt trotz alledem trocken nach Hause, weil ihr habt da drin in der Jacke und in der Hose eine Membran, die wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht macht, aber die ist herausnehmbar. Das heißt, an richtig heißen Tagen einfach das Zeug zu Hause lassen, wenn kein Regen vorausgesagt ist, und ihr kommt richtig sicher, aber mega luftig, könnt ihr durch die Gegend fahren, was sehr, sehr cool ist. So, zu den Features. Ihr habt hier im Oberarmbereich richtig schöne Lüftungsöffnung. Wenn die Membran draußen ist, kommt das auch direkt auf, im besten Fall Funktionsunterwäsche oder direkt auf die Haut, je nachdem wie ihr fahren wollt. Das habt ihr hier einmal. Ihr habt hier an der Seite auch nochmal ein richtig großes Airbrand-System. Na, was ja schön ist. Und wenn du hier seitlich, ich wollte gerade sagen, ja, seitlich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das ist übelst an richtig geile Racing-Geschichten angelehnt. Ihr habt sogar hier einen Höcker verbaut. Das heißt, auch wenn ihr ein bisschen sportlich unterwegs seid, hier hinten eine schöne Aussparung, nimm ungefähr mal so eine Racing-Position ein. Ne? Sieht man auch, kannst sogar noch ein bisschen, guck mal nach oben. Da hat der Helm richtig schön Platz, ja, auch sehr, sehr schön gearbeitet. Und wenn wir schon mal hier sind, hier sieht man auch schon mal das Stretchmaterial. Beweg mal die Arme ein bisschen nach vorne. Ja, das arbeitet richtig schön mit. Hier im Seitenbereich auch nochmal sehr, sehr geil gemacht. Im Ellenbogenbereich habt ihr auch nochmal das Stretch. Hopp, die Kamera draufgehauen. Und wie gesagt, hier auch, wie man so von einem richtig coolen Einteiler oder Zweiteiler kennt, hier solche Pads da noch mit drauf. Ist sehr geil und sehr sportlich geworden. Im hinteren Gesäßbereich hier auch nochmal richtig schön Stretch. Die Jacke ist natürlich mit einem Verbindungsreißverschluss ausgestattet, damit die Jacke und Hose verbinden könnt. Und hier oben auch nochmal, sieht man jetzt auch richtig schön, ein richtig schöner Neoprenkragen eingearbeitet, der richtig schön dicht anliegt und auch sehr, sehr angenehm zu fahren. Jo, kann sich wieder umdrehen. ja, was gibt es noch zu sagen? Ihr habt im Schulter- und Ellenbogenbereich richtig schöne Softprotektoren verbaut. Die schmiegen sich also richtig schön an Schulter- und an Ellenbogenbereich. Rückenbereich kann man wieder was nachrüsten. Einstellmöglichkeiten habt ihr hier im Armbereich nochmal über zwei Klettriegel, Riemen. Und hier nochmal für die Taillierung, da könnt ihr natürlich auch nochmal richtig schön einstellen. Ansonsten Taschen verbaut, zwei Außentaschen, Innentaschen hat sie auch. Sind die wasserdicht, die Taschen? Nein, sind sie nicht. Sind nicht wasserdicht. Gut, das zu der Jacke. Kommen wir zu der Hose. In der Hose, im Hosenbereich sieht man auch nochmal hier ein richtig schönes, weiches Stretchmaterial, was hier verbaut ist. Ja, im Vergleich zu dem abgefassten Material. Das kann natürlich auch richtig schön atmen und ist schön flexibel, auch je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug fahrt. Hier nochmal die Stretch-Einsätze, damit sich hier nichts nach oben zieht, wenn ihr auf dem Fahrzeug drauf sitzt. Und ja, mal so ein bisschen angelehnt. Ja, Knieschläfer sind es nicht, aber es sind halt nochmal hier solche Abdeckungen über den schönen, weichen, verbauten Protektoren. Hüftbereich nachrüstbar auf jeden Fall. Und ein Reißverschluss unten, um hier nochmal eine Wadenstellung zu machen, damit ihr besser in die Stiefel auch reinkommt. Auch richtig schön gemacht. Ja, ist halt eine ganz, ganz tolle Sache, gerade mit der herausnehmbaren Membran für den Sommer, wenn es richtig heiß ist. Ihr könnt die Membran natürlich auch zusammenrollen und dann mitnehmen, wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid und nicht wisst, ob ihr in ein Regengebiet reinkommt oder es abends noch regnet, je nachdem. Und dann einfach rüberschmeißen, Jacke drüber, Attacke, trocken nach Hause kommen. Wie bei den Rucker-Klamotten auch, die ganzen Sachen sind natürlich auch waschbar. Da schaut euch am besten mal unser Video an, was wir euch schon mal hochgeladen haben, wie man solche Textilien pflegt. Wichtig. Kann man da auch Protektoren in die Brust reintun oder hat die keine Taschen dafür? Nee, bei dem Modell. Dafür hast du halt so ein Waschbettbauch. Dafür hast du auch Waschbettbauch-Applikationen drauf, genau. Ich finde sie richtig cool geworden. Ja. Gut. Next. Büse Open Road 2. Ja, das erste Modell von der Büse Open Road war mega erfolgreich. Von daher hat Büse eine Neuauflage gemacht. Im Design ein bisschen verändert.
Ansonsten genau noch so funktionell ist halt eine Ganzjahrestextilie. Herausnehmbares Winterfutter hat sie verbaut in der Jacke und in der Hose. Ihr habt hier wieder, ach, richtig schön, riesengroßes, geiles Airbag-System. Zack, machen wir mal auf. Ach, pfeift's durch wie Hechtsuppe. Ihr habt sehr viele Taschen, große Taschen verbaut, was sehr, sehr schön ist. Mega viele Einstellmöglichkeiten. Selbst hier nochmal im Armbereich. Kleine Tasche für ein paar Scheinchen. Also das ist halt so, ja, eine ultimative Touring-Geschichte, sag ich mal, fürs ganze Jahr. Mhm. Material 750er D, hier nochmal Materialdopplung an den sturzgefährdeten Stellen. Ich finde, die ist richtig schick geworden. Die erste war auch schon cool, aber da sieht man, da ist noch ein bisschen mal designt worden, ein kleines bisschen. Ansonsten habt ihr im Schultern- und Ellenbogenbereich wieder richtig schöne Protektoren verbaut. Im Rückenbereich könnt ihr einen schönen Büseprotektor auch wieder nachrüsten. Hosentechnisch gleiche in grün, auch selbe Material, auch wieder schöne Taschen verbaut, Airwind-System hier an der Seite, hier nochmal ein schönes Stretch-Material, auch eine Materialdopplung hier im Kniebereich, Protektoren im Kniebereich, ist klar, und im Hüftbereich auch wieder ebenfalls nachrüstbar. Ja, wie gesagt, eine schöne Fortsetzung von der Büse Open Road 1, ist cool geworden. Die sieht so multifunktional aus. Ist sie auch. Wie so ein Schweizer Taschenmesser. Es ist ein Schweizer Touring-Taschenmesser geworden, was eben halt nochmal überarbeitet worden ist. Reflexmaterial natürlich auch verbaut. Im Rückenbereich kannst du dich auch nochmal umdrehen. Können wir ja auch nochmal zeigen hier. Auch wieder schöne Airwind-Systeme. Hier nochmal eine Tasche. Kann man da aufmachen. Ja. Nicht wasserdicht allerdings. Aber könnt ihr noch ein bisschen was reinstecken. Alle nicht wasserdicht? Alle nicht wasserdicht. Ist auch wasserdicht. Die ist nicht wasserdicht. Und cut. Ja, insgesamt hat die Jacke 8 Außentaschen und davon sind 2 wasserdicht. Ne? Also, wie du schon gesagt hast, so das Schweizer Taschenmesser. Überall irgendwelche Möglichkeiten, Sachen zu verstecken. Und ein sehr funktionelles Winterfutter in der Jacke und in der Hose drin, was du jetzt wahrscheinlich auch schon merkst. hier oben in dem Bereich auch nochmal, können wir auch nochmal zeigen, ist nochmal ein Versteller. Ja, kannst du individuell einstellen, so, hier über eine Rasterung. Ja, je nachdem, ob du einen dicken Hals hast oder nicht. Also auch sehr, sehr schön gemacht. Ja, coole Nummer geworden. Müsst ihr euch mal bestellen. Oder einfach mal, wenn es wieder soweit ist, in den Shops dann anschauen. Attacke. Next. Ja, unser letztes Modell, was wir euch zeigen möchten, ist die Vanucci Tifoso. Und wie ihr seht, sieht stinknormal nach einer stinknormalen Jacke aus, ne? Aber das Ding kann natürlich viel, viel, viel mehr. Ist halt komplett wie eine Freizeitjacke mit Kapuze, die ist abnehmbar sogar. Ihr habt Schulterprotektoren drin, ihr habt Ellenbogenprotektoren, ihr könnt einen Rückenprotektor nachrüsten und ihr habt gerade hier an den sturzgefährdesten Stellen Schulter- und Ellenbogenbereich einen Materialmix aus 50% Kevlar und 50% Aramid, also richtig abriebfest, richtig cool. Ansonsten Softshell-Material, eine Membran ist verbaut, ihr kommt also auch trocken nach Hause. Gerade mal, wenn ihr jetzt damit zur Schule fahrt, ins Büro fahrt oder einfach so was haben wollt zum Motorradfahren, wo ihr einigermaßen sicher durch die Gegend fahren könnt, aber trotzdem einen Freizeitlook habt, ist ein Vanucci Tifoso genau euer Ding. Taschen hat sie natürlich auch verbaut, Reflexmaterial auch und lässt sich natürlich genauso easy und entspannt tragen wie eine Freizeitjacke. Wie immer, wie schon erwähnt, wir hauen euch alles in die Links in die Beschreibung mit rein. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt natürlich ordentlich was in die Kommentare mit rein. Bleibt alle gesund da draußen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.